Hallo ihr Lieben, willkommen zu Sunderguides Artbook-Ecke Ausgabe 4. Und ich setze fort mit den Sailor Moon Artbooks. In der letzten Folge gab es ja das erste zu sehen und heute nehmen wir uns das zweite vor, das die Sailor Moon R-Staffel oder den Black Moon Handlungsbogen umfasst. Ja, fangen wir auch gleich mit dem Titelbild an. Da sehen wir einmal Sailor Moon und auch Sailor Chibi Moon mit rotem Hintergrund, von Rosen umgeben und eine große Mondsichel natürlich oben drüber. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, es wird auch viele Bilder von Chibiusa bzw. Chibi Moon in dem Artbook geben. Aber schauen wir einfach mal hinein. Wieder das typische blasse fliederfarbene Lila hier vorne. Dann, wie im ersten Artbook auch, mit so einer halbdurchsichtigen Pergamentseite. Und da haben wir auch das erste Bild. Neo Queen Serenity, König Endymion und Sailor Pluto. Das ist ja die erste Outer Senshi, die wir zu sehen bekommen. Ja, typisches Gruppenbild mit den Mädchen. Die Haare hier alle in ihrer Senshi-Farbe gemalt. Mit Blumen drumherum. Dann hier ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Serenity und Endymion. Oder vielleicht sind es auch einfach Usagi und Mamoru. Aber die Kleider sind auf jeden Fall etwas ungewöhnlich. Sailor Moon, ja, barfuß auf einer Mondsichel sitzend. Ja, wieder ein typisches Gruppenbild von unseren fünf Inner Senshi. Die kann man auch sehen. Sailor Moon hat da auch schon ihr neues Mondzepter. Ich finde die Pose von Sailor Mars finde ich hier auch besonders schön. Ja, dann wieder eines von den Titelbildern, glaube ich, aus dem Manga. Hier hat Sailor Moon auch wieder ihren roten Mantel um und Tuxedo Mask mit einem, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autos, also ich habe keine Ahnung, was für ein Auto das ist, aber sieht auf jeden Fall sehr teuer und luxuriös aus. Dann alle fünf Senshi in ein bisschen pastellfarbenen Tönen gezeichnet. Auch ein Manga-Titelbild, kennt man ja von den alten Mangas sehr. Dann ein ziemlich großes Gruppenbild, hier mit einer großen Sailor Moon mit Neo Queen Serenity. Mit den Inner Senshi, mit Chibiusa, mit Tuxedo Mask und mit Sailor Pluto. Gruppenbild, die fünf Inner Senshi mit Pluto zusammen hier im Hintergrund. Ups, Entschuldigung. Ja, wieder mal für alle Romantiker ein schönes Usagi Mamoru Bild. Obwohl ich finde, Mamorus Gesicht sieht hier ein bisschen komisch aus, also er sieht nicht wirklich wie Mamoru aus, finde ich, aber gut. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber schön ist das Bild auf jeden Fall. Dann, ja, Prinz Diamant oder Prinz Diamond, wie auch immer. Von den bösen Charakteren kriegt man ja sehr wenige Bilder zu sehen. Ja, Prinzessin Serenity ist auch eines von den Coverbildern für den Manga. Dann ein wunderschönes Bild, wie ich finde, von Sailor Pluto. Ja, Black Lady natürlich. Dieses ist eigentlich ein großes Bild. Also einmal hier Serenity und ja, die kleine Serenity quasi. Oder ja. Beide, oder nein, ich glaube, Chibiusa beschwört gerade den Silberkristall. Und dann hier auf der anderen Seite hat man eben einmal Black Lady und einmal, ich glaube, da ist es Neo Queen Serenity zusammen vor ein paar Ruinen. Ja, und hier geht es dann los. Kleinere Bilder von Chibiusa. Gruppenbild Chibiusa, Usagi und die anderen vier Mädels. Chibiusa auf dem Rummelplatz. Sie sieht nicht unbedingt aus, als ob sie sich amüsieren würde. Und hier oben in den Ballons ist auch noch Luna P versteckt.
Das Bild hier steht auch hinten in den Anmerkungen, ist auch nicht eines von Naokos Lieblingsbildern, weil sie das, wie sie selber schreibt, ziemlich schnell zeichnen musste und deshalb nicht so viel Mühe und Aufwand da reingesteckt hat. Also deswegen gefällt ihr das persönlich nicht so sehr. Ja, wieder mal ein typisches Bild. Shibusa. Auch eins, wo Chibiusa im Mittelpunkt steht. Also wer Chibiusa nicht so mag wie ich, für den ist dieses Artbook vielleicht nicht unbedingt das Allerschönste. Usagi und Chibiusa zusammen, in etwas rüschigen Gewändern, mit Blumenhaarschmuck. Aber ich muss sagen, ich finde diese grüne Farbe so drumherum eigentlich sehr, sehr schön. Ja, das sind, glaube ich, die Titelbilder für die Nebengeschichten im Manga. Also ich glaube, das hier ist das von Ray, von ihrer Kurzgeschichte Casablanca Memory, glaube ich. Einmal Ami-chan, Minako und Makoto. Ja, hier nichts Besonderes, die fünf Mädels in Zivil. Hier auch noch einmal. Ich finde die Farben hier sehr schön, mal nicht so pastellig, sondern ziemlich kräftig eigentlich. Nochmal die fünf, alle in ihren Schuluniformen. Ja, da denkt man doch sofort zurück an Sommer und Sonne und Urlaub. Usagis Badeanzug ist aber auch ganz schön knapp, muss ich sagen, aber gut. Und da hinten sind die anderen Mädels. Ja, die Mädels im Kimono, da schreibt Naoko, soweit ich mich erinnern kann, auch zu, dass es ihr sehr viel Spaß macht, die Mädels auch mal in anderen Klamotten zu zeichnen, also nicht nur in ihren Senshi-Outfits, aber sie sagt, beim Kimono-Zeichnen ist es schon sehr aufwendig, weil man sich für jeden Kimono dann auch ein Muster natürlich ausdenken muss und das dann zu zeichnen ist dann doch wohl etwas aufwendiger, aber es ist ein sehr schönes Bild. Kleines Partybild, hier ist Chibiusa ausnahmsweise auch mal nicht mit dabei, sondern es sind nur die fünf in der Senshi. Ja, dafür hat man hier Usagi bzw. Sailor Moon, Sailor Chibi Moon mit ganz vielen rosa Kitschherzen im Hintergrund. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu zuckersüß, das Bild. Dann einmal hier im Querformat. Unsere 5 Senshi, Luna Artemis und Tuxedo Mask, ein bisschen in SD-Format gezeichnet. Nochmal ein Gruppenbild von den 5 Senshi. Und dann gibt es hier wieder weiter kleinere Bilder, die so für Beilagen, für Sammelkarten und alles Mögliche gezeichnet wurden. Ich mag besonders das hier von Makoto. Ich finde das schön. Ich finde ihre Pose, da finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, dann wieder so wie im ersten Artbook auch. Dann, das war so die Seite aus der Nakayoshi, wo dann wieder die Umfrage gestartet war, welchen Charakter man am liebsten mag. Deswegen sind hier alle Charaktere aus dem Black Moon Arc aufgelistet. Ist auch so die einzige Seite, wo man mal auch von den vier Schwestern und von Rubeus, Emerald, Saphir und auch Wiseman mal zu sehen kriegt. Dann, das ist auch ein Titelbild für einen von den alten Mangas. Die fünf mit Pluto zusammen. Ja, dann hier einmal Sailor Moon, Sailor Chibi Moon und Neo Queen Serenity. Und dann haben wir hier noch ein Bild zum Ausklappen, und zwar die Mädels alle in, ja, ich sag mal, auch nicht so ganz alltäglichen Klamotten. Ja, wenn man hier zum Beispiel Setsuna sieht, das ist schon etwas erwachsen, würde ich mal sagen. Auch Makoto, finde ich, sieht ziemlich anders aus. Wer hätte gedacht, dass Ami-chan so modisch sein kann? Ray lässt auch tief blicken. Ja. Aber trotzdem,
finde ich, ein sehr, sehr hübsches Gruppenbild zum Abschluss. Auf der anderen Seite ist leider nichts. Und ja, hier das Übliche, wie auch im ersten Band, Erläuterungen zu den einzelnen Bildern. Dann ist hier hinten immer noch ein kleines Nachwort von der Oku drin. Und hier ist nur eine kleine Übersetzung zu dem Bild, zu dem Umfragebild, das für die Nakayoshi gezeichnet wurde. Ja, hier gibt es auch auf der Rückseite kein Extrabild, sondern hier sind halt nur die Haare von Sailor Moon zu sehen. Die fliegen dann quasi von der Vorderseite auf die Rückseite. Ja, das ist das zweite Sailor Moon Artbook zur Sailor Moon R-Staffel bzw. zum Black Moon Handlungsbogen im Manga. Da ich Chibiusa nicht so unbedingt mag, ist es auch nicht unbedingt mein Lieblingsartbook von den fünf. Schön sind natürlich die Bilder von Pluto, die da schon drin sind. Und in der nächsten Folge meiner Artbook-Ecke werden wir deutlich mehr von den Outer Senshi sehen. Da geht es dann nämlich um Band Nummer 3. Bis dann erstmal.